Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Anfänger, Tag Nummer 13, wenn ich mich nicht täusche. Und wir wollen uns heute mal den Tempel angucken. Ich denke, da gibt es nicht so viel zu sehen, dass wir dann auch noch rüber zum Schiffswrack wandern oder so. Wir gucken mal. Aber erstmal Tempel. Ja, der Tempel. Erstmal essen wir was. Und wir haben leider Nacht, das heißt, hier ist es wirklich ein bisschen gerade aktiv. Wir können ja hier links hochgehen und da waren ja schon Monster. Direkt vor der... Da. Ne. Ja. Ja, komm, geh mal sterben. Lass mich doch in Ruhe. Das ist ein Held, eh. Danke. So. Jetzt gucken wir mal. Beim Tempel würde ich nämlich einfach mal hier nach unten buddeln. Weil so ist hier ja nicht viel. Ne? Aber wir haben hier dieses Muster auf dem Boden. Und da würde ich halt mal reingucken. So. Und wir sehen schon, niemals unter den Füßen buddeln. Das haben wir schon gelernt in der ersten Folge, glaube ich. Gut, dann müssen wir mal da runter. So. Ich weiß, er sagt es und er macht es, ne? Sehr schlau. Aber ich kenne ja Tempel. Diese Druckplatte erstmal wegmachen. Weil TNT. TNT. I'm Dynamite. Okay. Was haben wir hier? Eisen. Das können wir schon mal sehr gut. Knochen können wir sehr gut gebrauchen. Und wir haben Schwarzpulver. Daraus können wir TNT machen. Können wir sehr gut gebrauchen. Und nochmal Knochen. Und das verrottete Fleisch lasse ich mal da. Oh, guck mal, hier haben wir die Fäden, da können wir die Angel machen, das ist auch schon mal sehr gut. Rote Betesamen, wir lassen mal die Eichensetzlinge hier, nehmen die Fäden mit. Ist unser Inventar natürlich ziemlich voll, aber gut. Wir haben ja auch noch eine leere Karte. Die Steindruckplatte lasse ich auch mal hier, die brauche ich auch nicht. Da haben wir noch Sandspinnenaugen und verrottetes Fleisch und so weiter, aber gut. Was haben wir hier? Noch mehr Knochen. Holla die Walpe und Schutz 3, das ist auch schon sehr gut. Das ist echt sehr gut. So. Das können wir dann auf die Brustplatte knallen oder so. Noch ein paar Eisenbarren will ich die mitnehmen. 4 Stück. Ja, eigentlich will ich die nicht hier lassen, aber letzten Endes... Ja, komm hier. Sticks weg und... Ja. So sieht doch gut aus, ne? So kann man machen. Wir können auch das Weizen vielleicht hier lassen, aber... Okidoki, das war's jetzt. Und das TNT. Oh, wie viel TNT ist denn da? Das können wir natürlich mitnehmen. Da können wir ein bisschen rumsprengen bei uns im Berg. Achso, Inventar ist voll. Das kennen wir irgendwo, ja. Der Pfeil kann mal weg. So. Und jetzt geht's wieder ab nach oben. Und das war's eigentlich schon so im Tempel. Das ist dann halt nicht so spannend. Aber da machen wir uns jetzt erstmal eine Angel, weil geangelt haben wir auch noch nicht. Und gucken, dass wir dann auf dem Umweg... Oh, Gott sei Dank habe ich noch eine. Hä? Wir dann auf dem Umweg so eine Katze als Haustier mitnehmen. Nein, das sollte schon klappen. So. Wobei ich jetzt ehrlich sein muss, die Katzen sind ja neu und ich bin mir noch nicht sicher, ob man die mit Fisch bezirzt. Das macht zwar Sinn und da würde ich jetzt von ausgehen, aber grundsätzlich bin ich mir da nicht sicher. Pass mal auf, wir machen mal hier gerade einmal wupp, und zweimal unser Bett, dann können wir die Nacht gerade einfach schlafen, dann ist gut. So. Was für ein Geschäft. Oh. Okay. Oh, voll gut. Das Bett nehmen wir mit. Die Werkbank nehmen wir auch mit. Oder auch nicht. Randstein geschnitten. Ja, wenn man das eine Eichenholzbrett hier weg und so. Das ist immer so, wenn man so Kleinigkeiten im Inventar hat, ist immer nervig, ne? Guck mal, was hier alles brennt. Tja, die Nachbarschaft, ne? Die ist on fire. Aber der nicht, weil das ist so ein Wüstenzombie. Schön für dich. Schön für dich. Schön für dich. Schön. Danke. Da haben wir noch irgendwo Germany's Next Topmodel. Oh, die Erfahrung, die müssen wir mitnehmen. Danke. So, sehr gut. Ich hätte mir doch eigentlich direkt die Angel an der Werkbank machen können. Aber vielleicht machen wir die... Da ist das Dorf wieder. Ah, da können wir eigentlich gleich auch nochmal vorbeilatschen und gucken, ob die jetzt wieder aufgefüllt haben und so weiter. Da schauen wir dann mal, aber jetzt erstmal so. Warum habe ich hier 2 orange Keramik? Achso, von der... Dingens, ne? Von der, vom Tempelboden. So. Stickies. Wir brauchen Stickies. Wir haben einfach kein... Scheiße, rote Beete da haben wir. Wir brauchen doch kein Mensch, ey. Ganz ehrlich. So. Stickies. Und dann war das so, so, so. Und so, so. Zack, haben wir eine Angel. Saugut. So, und jetzt können wir, wenn unser Inventar nicht vollkommen gnadenlos zugemüllt wäre...
Mach mal die 5 Stück ans Wasser und hier die rote Beete-Samen auch ins Wasser, dann sind sie weg. So, einmal rechtsklick. Hui! Und jetzt warten wir. Kommt gleich so ein Blubbersträß hin. Müsste dann angefahren kommen. Gucken mal. Mhm. Da kommt es. Und wenn das den Köder nach unten zieht, dann können wir angeln. Jetzt haben wir einen rohen Kabel. Ja. Wollen wir das nochmal machen? So kann man sich auf jeden Fall mit Essen einfach ernähren. Ne? Man hat keine Sorgen, kein nix. Man bräuchte natürlich eine etwas verzauberte Angel, damit das Ganze wesentlich effektiver ist. Man kann nämlich alles angeln. Man kann Rüstungen angeln, man kann Bücher angeln, man kann eigentlich alles angeln. Und je besser die Angel halt ist, umso besser sind die Sachen, die man findet. Und umso kürzer dauert es halt. Aber dazu kommen wir noch, weil wir werden uns auf jeden Fall noch eine Angelfarm bauen. Das geht nämlich auch. Und noch ein Fisch. Okay, ich weiß nicht, wie viele Fische ich brauche für die Katze. Deswegen nehme ich mal ein paar Fische mit. Vielleicht mag die auch kein Kabeljau und will Lachs oder so. Ich habe keine Ahnung, weil Fische sind ja immer so Gourmets. Fische, Katzen. Katzen sind immer so Gourmets. Weil die sind immer sehr, sehr eigen, wenn es um ihr Essen geht. Okay. Nee, hol ich nochmal rein. So, Angeln bringt auch Erfahrung, haben wir schon gehört. Und auch gerade gesehen, wir haben ein Level-Up. Aber wir müssen halt mal gucken, dass wir noch ein bisschen Fisch brauchen. Ich weiß, Angeln ist jetzt nicht das Spannendste von der Welt. Doch, das geht doch gerade, oder? Das kann man gerade mal machen. Allein schon für das Katzenhaustier will ich das haben. Ich hoffe, die Katze folgt mir dann auch. Weil die sind ganz, ganz neu. Mit den Katzen habe ich selber noch keine Erfahrung gemacht. Und das ist gerade so ein bisschen spontan. Aber Spontanität ist auch mal gut. Veränderungen sind gut, Spontanität ist gut. Oh, eine Nautilus-Schale, wie gut. Wie gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die müssen wir sammeln, damit wir einen Akquisator bauen können. Hier kommt die Schaufel, ist fast kaputt. Guck, mit der Nautilus-Schale können wir nämlich einen Akquisator bauen. Das ist ultra cool. Der Akquisator lässt uns nämlich unter Wasser atmen. Und der macht unter Wasser Licht. Das heißt, er ist richtig, richtig gut. Zwar nur auf eine gewisse Reichweite, die man verbessern kann mit Blöcken, aber da gucken wir dann noch. Oh, jetzt haben wir einen anderen Fisch hier. Den können wir gerade nicht looten, oder? Nee, wo ist der hin? Hey, wo ist der hin? Hat der Tintenfisch mit den... Ach, da hinten. Ich wollte sagen, hat der Tintenfisch mit den geklaut? Das wäre jetzt auch nicht so abwegig. Komm, Sandstein brauche ich auch nicht hier. So, wir gehen mal gerade gucken wegen der Katze. Eine Nautilus-Schale. Da-da-da-da-da. Eine Nautilus-Schale. Schubi-dub-dub-du. Okay, ich nehme mal den Fisch in die Hand. Dann bin ich außer Rand und Band. Die Karte haben wir wieder. Die Fackel lasse ich jetzt da stehen. Mir egal. So. Los. Wo ist die Katze? Ich will die Katze haben. Gib mir die Katze. Hallo Schaf. Kann ich scheren, ne? Ich hab ja einen Weißwollslot. Danke. So. Oh, hier sind noch mehr weiße Schafe. Nehme ich gleich mit. Danke. Und hier auch nochmal. Danke. Und da nochmal. Hoi, hier sind aber einige weiße Schafe. Wir haben zwar zu Hause auch schon eine Horde, aber für so unterwegs, warum nicht mitnehmen? Ja. Wo sind die Muschis? Miet, 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 miet. Miet, 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 da. Miet, 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 miet. Guck mal, ich hab Fisch. Miet, 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 miet. Ich hab Fisch. Miet, 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 miet. Ich hab Fisch. Was stimmt denn nicht mit dir? Warte. Warum hängen eigentlich so viele Villager rum? Die sollten eigentlich in ihrem Dorf rumhängen. Wo ist die Katze denn jetzt abgeblieben? Ach da. Die läuft immer vor uns weg, ne? Die ist voll doof. Wir treiben die einfach nach Hause. So eine Hetzjagd. Holen uns noch so ein paar Dackel. Und dann ab dafür. Ich glaube, ich muss mich echt so ranschleichen, ne? Boah, im Wasser kann die nicht abhauen, oder? Jetzt gegessen! Jetzt gegessen, aber die haut immer noch ab! Hallo! Ja!
allerbester Freund. Yeah. Thema ein Tier. Die müsste mir eigentlich jetzt folgen, oder? Ach, die sitzt. Nein, nein. Komm. Komm, man kann hier rechts klicken. Ja, also die hat jetzt ein rotes Halsband bekommen. Das kann man auch färben mit Farbstoff. Und man kann hier rechts klicken, dann setzt sie sich hin. Oder wenn die halt steht, dann folgt die uns. Okay, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ganz ehrlich, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Mietz, mietz, mietz. Oh, wie geil, wir haben eine Katze. Mietz, mietz, mietz. Jetzt will ich auch noch einen Hund haben. Mietz, mietz, mietz. Ach da. Mietz, 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 mietz. Voll geil. So, wo ist unsere Karte? Ich muss nämlich mal gucken, wo wir... Alter, die macht aber auch Krach. Die macht ja Krach für 5, du. Ja, Miete, komm. Miet, 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 miet. Man braucht, also jetzt, wir haben ja Tiere gelockt, ne, mit Lebensmitteln. Da braucht man hier keine Angst haben, wenn man wegrennt, ne. Wenn man zu weit wegrennt im Prinzip, dann werden die Tiere teleportiert. Also die werden einem hinterher teleportiert im Prinzip. Da sind wir wieder. Okay, wir müssen einfach in die Richtung, das ist richtig. Die werden einfach hinterher teleportiert. Das Schöne ist, zum Beispiel die Wölfe, die verteidigen einen. Ja, oder die Hunde, Wölfe, Hunde, Wölfe, ja, ne, auf jeden Fall, weiß, was ich meine. Die verteidigen einen, das ist ganz cool. Und wenn man halt so eine Armada von Hunden hat, ey, das sieht auch voll geil aus. Sieht, hier können wir voll den Minenschacht hinmachen, guck mal. Ey, Alter, warum ist das denn einfach, guck mal, das ist einfach schwarz. Cool, hier können wir echt voll den Minenschacht reinmachen. Komm, Mieze, es geht nach Hause. Ich hab ne Mieze. Ich hab ne Mieze. Ich hab ne Mieze. Voll gut. Na, ja komm. Muss nicht weinen. Ich nehme dich ja mit nach Hause. Alles gut. Komm. Wir finden auch nach Hause. Kein Problem. So, 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 so. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Alles gut. So. Die kommt immer mit. Das ist nicht wie bei den anderen Tieren. Die ist immer am Start. So, und was zum Beispiel total lustig ist, man kann... Da wurde sie hin teleportiert. Ihr seht, es war eben so zwischen meinen Beinen. Ja, die Muschi war zwischen... Was? 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 Nein. Das habe ich nie gesagt. Nein, nein, nein. Das ist alles hier family friendly und so. Okay. So, was ist da? Unser Berg und da ist auch schon unser Haus. Und das Lustige ist, man kann die Katze halt jetzt auf eine Truhe absetzen. Ne? Also man kann die jetzt so auf die Truhe locken und dann sagen, setz dich hin, dann kommst du an die Truhe nicht mehr dran. Also wie so ein Schloss für eine Truhe. Muss halt erst die Katze wegprügeln. Aber das macht doch niemand. Niemand prügelt Katzen weg. Mann, das macht ja keiner. Die arme Katze. Kann doch nichts dafür. Ja. Ich glaube aber mit der Katze müssten wir irgendwie hier mal hoch, ne? Weil ich glaube nicht, dass die Leitern hochklettert. Kommst du mit? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Feine Mieze? So. Kommst du? Put, 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 put. Ja, feine Mieze. So, jetzt haben wir die wieder hingesetzt. Können wir die mal füttern? Oh. Oh, du bist ja süß. Wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge was lernen. Wir haben uns zwar den Tempel anschauen wollen, die Katze war aber viel spannender. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich gerne liken, wenn du euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft für Anfänger. Ciao mit V.